So, das ist für dich. Hättest du es nicht gedacht. Ne? Das musst du jetzt anziehen. Nee, ehrlich? Ja. So lustig ist es nun auch wieder nicht. Also erstmal dieses Ding, du kannst das Hemd dann wieder anziehen. Ich muss jetzt nur gucken, wo vorne ist. Da. So. Die Ärmchen bitte da durch. Auch da. Was ist das? Das ist ein Unterhemd. Das gehört zum Programm. Ein Unterhemd. Doch, soll ein Unterhemd sein. Das ist eine Unterhose. Du glaubst doch nicht, dass ich jetzt die Unterhose anziehe hier. Zieh jetzt erstmal das Hemd wieder an. Wieso das denn? Das kommt wieder drüber. Das gehört alles zum Programm. Oh Gott. Frag nicht, tu es. Sagt deine Frau auch immer, oder? Das stimmt. Jäckchen. Hast du abgenommen? Nein, aber ich habe ja jetzt, das drehe ich ja nur auf, was ich drunter habe. Nee, ich meine, das ziehe ich jetzt. Ich meine, drüber. Ehrlich? Brauch, macht er keine Sorgen. Nee. Das Dünne nach vorne oder nach hinten? Frag mal sie, sie weiß es. Der Pipi-Mann, da oder da? Günni, bitte! Ja, ich weiß es ja nicht. So kriegen wir nie einen Grimme-Preis. Ich glaube auch nicht. Ja, da steht in der Begründung, sie hätte die ja gekriegt, aber weil Günni fragte, Pipi-Mann da oder da, müssen wir leider von einer Würdigung absehen. Ach, jetzt sehe ich das Braune nach hinten. Komm, komm jetzt mal. Ist das so eine Art String-Tang da? Eine String, ja. Also ich... Ja, da! Ich weiß, was du vorhast. Ich ziehe selber hoch. Das würde ich nie machen. Kurze, harte Ruckel. So. Jetzt macht man ein bisschen nett, ja? So. Was willst du hier mit dem Kleiderbügel? Den brauchst du nicht anzuziehen. Wolltest du den dann da unterbringen? Nee. Warum? Das sagt dir jetzt dein nächster Gast. Ja, du weißt, das Leben ist nicht leicht. Lucia Bellini, Striptease-Unterricht für Männer. Sehr komisch. Ja, klar. War das Ihre Idee? Ja, natürlich. Ja, schön. Lucia? Lucia. 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 Ja, natürlich Lucia. Wie denn sonst? Italienerin, gebürtige? Nein, italienischer Künstlername. Ach so. Aber du bist Deutsche. Ja. Da bleiben wir beim Du. Ja, das bleiben wir. Ist auch besser bei dem Thema. Ja, sicher. Obwohl? Danke. So in der Literatur, gibt es Liebesszenen, hat es Ihnen auch gefallen? Das ist auch, hat auch seine Reize. Ja, aber ich denke, das ist schon ein paar Jahre her. Das ist richtig, ja, aber ich bin ja auch schon älter. Hier steht als erstes, vielleicht soll man das mal zeigen, nicht, dass die Leute denken, ich denke mir sowas aus. Als erstes Stichwort halbsteif. Ja, was soll dieses Stichwort uns sagen? Tja, ich denke mal, das weißt du besser als ich. Aber ich kann dir mal sagen, welchen Zusammenhang das war. Wir hatten eine Show, das war also Menstripper von uns, die... Also vielleicht sagst du erstmal, was... Wer wir sind. Ja. Also wir sind einmal, beziehungsweise ich bin die Lehrerin von der Striptease-Schule. Also ich mache Striptease-Unterricht für Männer. Nicht nur für Männer, natürlich auch für die Damenwelt, die auch zahlreicher kommen als die Männer. Also du hast aber auch mal selber Strip getanzt? Ja. Sechs Jahre lang. Hab dann auch, das hat sich so daraus entwickelt, eine eigene Agentur, die dann halt auch buchen können, die Kunden, Diskotheken, Erotikmessen und so weiter. Und dadurch arbeiten natürlich mehrere Stripper und Stripperinnen für mich. Ja. Und jetzt mal zum Halbsteifen? Ja, zum Halbsteifen. Also wenn die Menstripper für uns halt auftreten und komplett strippen, also das heißt, das Höschen fällt auch, wie es ja du dir denken kannst, dass das hier auch noch bald fällt. Gibt's das? Ja, das gibt's. Das sollte es vor allem eigentlich immer geben. Weil das ist auch aber ein Thema davon. Bei den Kalifornien. Dreamens und bei den Chippendales bleibt der Slip an. Ja. Ja. Warum? Weil die dann immer denken, beziehungsweise was sie als Ausrede benutzen, die Frauen brauchen Platz für ihre Fantasie. Nee, und fürs Geld, was sie da reinstecken. Das kann man ja rausnehmen. Die Frauen strippen ja auch ganz komplett. Da kümmert sich doch auch keiner ums Geld. Auch nicht immer. Doch. Es ist sehr viel gängiger als bei den Männern.
Ja, die Männer, die lassen dann immer den Slip an und meinen so ungefähr, das ist das Beste, verberge ich jetzt vielleicht mal. Dabei ist ein Mann im Slip ist so uninteressant wie ein Mann in der Badehose am Strand. Es gibt also aber doch auch die Theorie, dass ein nackter Mann einfach nicht so schön aussieht wie eine nackte Frau. Das kommt auf den Betrachter drauf an. Ja, natürlich. Also ich denke, dass die Frauen doch ganz gerne nackte Männer sehen. Also, zeigen ja, Sie mal. Ja, genau, denke ich doch auch. Machen Sie einfach mal Handzeichen. Die Damen, mal Handzeichen. Lieber beim Strip den Mann ganz nackt. Hand hoch, ganz nackt. Ja, also. Und die Gegenprobe, nur die Damen bitte. Gut, das war eine nicht ausziehen, Clifford. Das war eine Mehrheit, ja. Und ich denke, dass viele Frauen das wirklich so noch als Deckmantel über sich drüber hüllen, von wegen, ja, wir brauchen eben Platz für unsere Fantasie, das stimmt nicht. Die Frauen mögen das genauso, die nackten Tatsachen, wie die Männer eben da drauf stehen. Und von wegen Frauen, die sich immer anmaßen zu sagen, wir stehen nur auf innere Werte und es kommt auf Äußerlichkeit nicht an, das ist Blödsinn. Wir sind nicht besser als Männer. Wir sind auch nicht schlecht, aber wir sind auch nicht besser als Männer. Und deswegen denke ich, sollten die Männer, die für uns strippen, aber auch dann alles geben und alles zeigen. Und dafür ist dann genau dieses, wieder um zurückzukommen auf diesen Halbsteifen, dafür sollte der nämlich in diese Position gebracht werden. Der heißt, der wird vorher halbsteif gemacht, wird abgebunden, damit es halt schön hält. Abgebunden? Wie das denn? Machen wir da so ein Paketbändchen drum? Oder ja, kein Paketbändchen, das kann man schlecht verstecken. Einen schönen, schmalen, entweder Gummi oder einen schmalen Faden, der ziemlich nah am Körper dann abgebunden wird und dann halt so versteckt wird, dass man das nicht sieht. Natürlich nicht ganz steif, so halb steif, damit man ihn auch noch einen Slip und in dem allen Klamotten oben drüber das bringt. Das heißt, das Blut wird praktisch eingesperrt. Gestaut. Kann nicht raus. Kann nicht flüchten. Und damit nicht rein. Kann der nicht kleiner werden. Aber auch nicht größer. Nee, denke ich nicht. Kann er größer werden? Ja, das weiß ich doch ja, nicht. Ja, bin ich. Ich bin doch noch nicht abgebunden worden. Ja, vielleicht solltest du es mal probieren. Das ist das Erste, was Günni und ich gleich machen, ne? Das will man ja wissen. Sieht auf jeden Fall schöner aus. Es ist sehr viel ästhetischer, als wenn dann natürlich irgendwas aufgrund von Nervosität, die natürlich auch noch Profistripper haben, bevor es auf die Bühne rausgeht, das Ganze so, ich ziehe mich jetzt zurück. Dann ist es natürlich schöner, wenn das schon in so einem Zustand ist. Mhm. Und deswegen machen die das. Und da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Das heißt, wir hatten mal einen Manstripper, der für uns aufgetreten ist. Und normalerweise machen die das halt kurz vorher und dann geht's aber auch direkt raus zur Show. Und wir wollten gerade anfangen und er brach die Technik zusammen. Das heißt, es Wie? Ging Technik kein CD. Bei ihm? Nicht bei ihm. Da ging's ja nicht. Das war ja abgebunden. Das kann nicht mehr zusammenbrechen. Nee, der vom Disc-Jockey, da ging nichts mehr. Kein CD-Player, gar nichts. Und wir hatten eine Dreiviertelstunde gebraucht. Und er stand eine Dreiviertelstunde mit dem abgebundenen Schwanz da und hat gewartet, bis er auftreten darf. Und er hat sich danach, also der hat das durchgezogen, das spricht für den Profi. Dann war er und blau. Danach, nein, das nicht. Der hat noch rote Beleuchtung, es wäre nicht aufgefallen, aber der ist danach für 10 Minuten auf Toilette verschwunden. Also es hat eine Zeit lang gedauert, um das schön langsam wieder aufzumachen. Das sind natürlich auch der Beruf hat seine Berufsrisiken. Hast du noch mal was von dem gehört? Ja, der bindet auch immer noch ab. Ach so. Mhm. Und ist glücklich verheiratet, also es funktioniert auch noch. Ach ja. Da bin ich jetzt beruhigt. Aber das machen wir jetzt heute nicht. Da bin ich auch beruhigt. Ich darf doch mal. Junggesellinnenabschied haben wir da stehen. Ja, das hat noch ein bisschen was zu dem Zusammenhang, was ich gerade schon gesagt habe, dass die Frauen eben auch darauf stehen, dass die Männer sich ganz ausziehen. Das merkt man gerade bei diesem Junggesellenabschied. Da sind sie natürlich unter sich. Das heißt, die Frauen sind alleine, es sind keine Männer, die auf sie aufpassen. Und sie trauen sich natürlich. Und sie flippen teilweise tierisch aus. Und sie gehen sehr viel weiter, als Männer als Publikum gehen. Also bei Männern ist schon ziemlich in ihnen drin, dass sie uns als Repistenzerinnen nicht angreifen dürfen. Also dürfen uns nicht anfassen. Aber die Frauen nehmen sich dieses Recht sehr wohl raus. Also da gibt es halt dann schon mal so den EKG-Griff oder den Griff an EKG? Po. Ah ja, Kontrollgriff. Und wie geht der genau? Ich soll es dir zeigen. Nicht mir, nur andeuten. Ja, hier so an dieser schön, Schale. Ja, so richtig schön in die Vollen. In die 12. Ja. Ja. Verstanden? Hm? Gut. Ja, oder halt dann, die dürfen dann natürlich auch so Po einölen und mal mit Zahne so ein bisschen rumpanschen und mit Sekt rumpanschen. Und da stehen Frauen sehr wohl drauf.
Ansonsten ist im Ganzen nur dazu zu sagen, dass von dem Striptease-Unterricht das so ist, dass sind wirklich viel mehr die Frauen annehmen. Und die Männer, die kommen zum Unterricht, wollen es professionell machen. Würdest du sagen, ich schaffe es auch mit dem unbegabtesten Trampel, so weit zu kommen, dass es einigermaßen akzeptabel aussieht? Im professionellen Bereich mit Sicherheit nicht. Da gehört Talent dazu, da gehört auch noch andere Sachen dazu, wie eben Exhibitionismus und so weiter. Aber im Hausgebrauch kriegt man mit Sicherheit mit jedem in den Rahmen eine Show hin, dass sich die bessere Hälfte zu Hause freut darüber. Und dass es auch besser aussieht. Es ist einfach ein Unterschied, wie ich meinen Slip runterziehe, wenn ich jetzt das erotisch machen will oder wenn ich zu Hause rausstolper im Schlafzimmer, um ins Bett zu gehen. Und da irgendwo den Schießerfeindrip in die Ecke donner. Aber ich weiß, ich finde, ich stelle da irgendwie dieselben Ansprüche wie im professionellen Bereich, weil wenn du sagst, um die Beziehung, ja, aber gut, das darf doch nicht lächerlich aussehen. Nein, lächerlich natürlich nicht, aber es darf auch nicht aussehen wie auf einer Show. Das würde in dem Rahmen ja gar nicht gehen. Wenn ich mir vorstelle, eine Bühnenshow, die auf Platz aufgebaut ist und auf Effekte aufgebaut ist und sowas in einem Wohnzimmer, da brennt eher die Bude ab, als dass da was funktioniert. Ja, das glaube ich auch. Ja. Nee, aber es ist einfach ein Gefühl, was man für seinen Körper kriegen muss. Und das kann ja ein Mann genauso. Jemand, der ein Fitnesscenter rennt, bekommt auch im Laufe der Zeit ein Gefühl für seinen Körper. Und er bewegt sich auch anders. Ich meine jetzt nicht von welchen, die vor lauter Kraft nicht mehr gehen können, aber die haben einfach ein anderes Gespür für sich. Und das muss man denen einfach wieder beibringen. Das geht halt irgendwie so in der ganzen etwas schnelllebigen Zeit verloren. Okay, ich gehe auch ins Fitnessstudio, aber ich würde deswegen nicht auf die Idee kommen, für meine Frau zu strippen. Warum denn nicht? Vielleicht freut sie sich ja. Ja, ich glaube, wir werden es nie erfahren. Aber das ist sowieso ein gutes Stichwort, weil da kommen wir jetzt eh gleich dazu, weil genau sowas habe ich jetzt auch vor. Wir werden es jetzt ein wenig üben. Ein ganz kleines bisschen üben. Ein wenig, ja. Ein wenig. Ein wenig ist ein gutes Stichwort. Mhm. Ich denke ja mal, du willst diese Klamotten, die sie dir gerade angezogen haben, auch wieder loswerden. Ja, gerne. Das geht in einer Geschwindigkeit, dann machst du dir kaum ein Bild. Schauen wir mal, wir lassen uns besser Zeit dazu. Gut. Brauchen wir hier ein bisschen Platz? Ja. Oh, was ist denn jetzt? Ach, ja, ihr wollt mir eine Bühne bereiten. Ja, wir werden jetzt etwas Platz schaffen. So, jetzt stellen wir uns mal vor, du hast jetzt Interesse gezeigt und möchtest Stripper werden und hast bei mir angerufen und hast alles klar gemacht und wir haben jetzt einen Termin zum Casting. Auch schon gleich das Professionelle? Das Professionelle. Weil nur da machen wir ja Casting-Termine. Bei den anderen kann wirklich jeder kommen. Jeden Alters, jede Gewichtsklasse. Das ist völlig egal. Ja, dann lass uns das so machen. Nein, nein, wir machen jetzt den Profi-Termin. Ja? Wenn schon, dann richtig. Ja? Okay. Sehr realistisch. So. Sehr realistisch. Und beim Casting-Termin ist es dann so, dass die Männer als erstes mal vortanzen müssen. Und genau das musst du jetzt auch machen. Ich muss ja wissen, eben dieses Talent, was du gerade angesprochen hast, ob die Männer vielleicht zwei linke Füße haben oder das Gefühl für Takt ist. Ja, aber das muss ich doch erstmal selber wissen. Vielleicht habe ich ja das Gefühl, da kann man noch was machen. Der Begriff Tanz und ich sind zwei Welten, die jetzt aufeinandertreffen. Die eigentlich unvereinbar sind. Schauen wir mal. Ja. Ja? Also, die haben auch eine Musik ausgesucht für dich und die werden wir jetzt mal hören und du zeigst einfach mal so, wie du dich erotisch bewegen kannst. Erotisch. Do you wanna play? Ja? The game. Sporn den doch mal ein bisschen an hier, ne? So. Ich höre nix. Erotisch, probier mal. Ich höre ja nix. Aber was lauter. Vielleicht auch mal so alles so ein bisschen mitnehmen. Ganz. Also, das Gewicht liegt halt vor allem auch so auf dem Becken. Das Gewicht liegt auf dem Becken. Ja, so, wo die Frauen halt gerne hingucken, ne? So Beckenarbeit zu leisten. Ja. Bin ich gut? Nein, ja. Nicht. Ja, hab ich ja gesagt. Wir werden üben. Ach, wir werden üben, ja? Gut. So. Jetzt, Also, beim Tanzen bin ich aber schon mal durchgefallen. Ja, wir werden einfach gucken, was wir daraus machen können. So, jetzt bräuchten wir mal die Stühle. Da muss ich jetzt sitzen, ja? Nein. So mit dem Bein rüber. So, kenne ich schon. Ja, so ähnlich. Oh. Aber kannst du. So, ganz so überfordern will ich das jetzt nicht. Wir machen jetzt eine etwas andere Bewegung. Eine Bewegung, die eher zu einem Mann passt. Ich mache dir jetzt auch erstmal vor. Bitte, ja. So, damit du auch weißt, was ich danach von dir will. Na? Okay, kannst dich auch setzen. Dann brauche ich jetzt mal die andere Musik, die wir dafür haben.
Wichtig ist vielleicht noch dazu zu sagen, du stellst dir vor, unter dir ist eine Frau. Ich stell mir was vor? Unter dir ist eine Frau. So, und das möchte ich jetzt ganz gern von dir. Nee. Ruhig so lassen, ich mach ja noch mal mit, ne? Damit du dich auch... Du machst mit. Ich mach mal mit, ja. Schatz. So, also noch mal stoppen. So, und das Ganze jetzt noch mal von vorne. Und schön auf den Takt achten, damit man schön im gleichen Rhythmus die Bewegung macht, ne? An was die Bewegung erinnert, ist auch klar. Nicht? Ich überlege noch. Ja, vielleicht kommst du gleich raus. Kann man die Musik noch mal haben? Also schon mal schön in Position gehen. Unter dir ist die Frau, nicht sitzen, schön in runtergehen. Fertig. Nee, das war gemogelt. Wieso? Das war gemogelt. Es gibt Männer, die sehr schnell kommen. Es geht ja nicht um wie oft, es geht um wie stark. Sag ich doch. Ja, man muss ja auch was merken. Das heißt, man muss ja auch was sehen. Und bei der Show ist es ja so, es muss alles ein bisschen übertrieben wirken, damit die auch in der hintersten Reihe noch was mitkriegen. Das heißt, so ein bisschen nur so, das reicht nicht. Nicht in Klodeckel suchen mit dem Po. Moment, ich komme ja mehr vom Method Acting. Also ich versetze mich da rein und dann, also ich war fertig. Ich meine, okay, ich kann eine halbe Stunde. Na, nicht eine halbe Stunde, einfach mal kurz und kräftig. In Quick. Nicht ganz so kurz. So wie die Musik ist. 3 Minuten? Nee. Nein, das sind nur 10 Sekunden. Das sind nur 10 Sekunden, wo dieser Takt ist. Wollen wir das nochmal machen? Ach, oder soll ich dich erlösen? Lass uns die nächste Übung machen. Sie haben schon. Die hören auch wieder auf. Nee, geh mal dann hoch. Dann mach du nochmal. Geh mal hoch. So, und jetzt mal ein bisschen stärker. Ist auch nur, weil ich so krank bin, weißt du? Ach so. Ja. Ja gut, dann lassen wir es jetzt mit dem Stuhl. Ja, das ist das gut. Das ist gut, ne? Wollen wir die mal wieder wegnehmen? Oh. Ja, ich meine, da gibt es einfach begabtere Partner. Tja. Wir werden jetzt mal zu dem vielleicht etwas langsamen Teil kommen, dann auch nicht so stark in der Bewegung, damit man auch die Klamotten wieder los wird, ja? Als erstes ist vielleicht mal wichtig, das T-Shirt hier oder das, was ein T-Shirt sein sollte, aus dem Slip wieder rauszuholen und so drüber zu legen. Güni, das hast du doch mit Absicht da reingesteckt. Das hat Güni vergessen. Sag doch. Ist das hinten auch draußen? Darf ich mal unanständig an den Kittel gucken? Nee. Oh, das sieht so scheiße aus. Das sehe ich ja jetzt deswegen, erst. Deswegen ziehen wir das ja gleich wieder raus. So, jetzt haben wir nochmal eine Musik, aber es ist erstmal so. Ausgezogen. Auch farblich sehr hübsch gemacht. Ja, ne? Wirklich sehr hübsch. Danke. Danke, liebe Kollegen. Kolleginnen. Danke. Als er ausgezogen wird. Warst du beratend tätig? Nein. Nein. Ich bin unschuldig. Ausgezogen wird die Jacke. Ja. Das Hemd. Das T-Shirt wird zerrissen. Oh. Und zum Schluss der Slip. Wie? Der Slip zerrissen? Nein, der Slip wird nur runtergezogen. So, das heißt, immer schön im Takt von der Musik. Die ist sehr langsam. Also keine Angst, keine schnellen Bewegungen. So, die schön langsam in der Musik den Blazer ausziehen, dann das Hemd ausziehen, dann mit schön männlicher Kraft das T-Shirt zerreißen. Dann gibt es so ein paar, ich mache auf jeden Fall wieder so andeutungsweise mit. Dann gibt es so ein paar Bewegungen. Und du zerreißt dir das auch? Nee, ich zerreiße dir das nicht. Und als letztes dann natürlich das Slip, dann bist du auch entlassen. Ist ein Wort. Ja, ist ein Wort. Ist ein Deal, ja? Okay. Dann brauchen wir die anderen mit den Stuhl. Also so wie ich die Hose runter habe, stürm ich aus dem Studio. Okay? So, können wir ein bisschen lauter haben. Und ruhig mit bewegen. He's seen all the changes. Going up and down. Umdrehen. Had to rearrange. So, und jetzt umdrehen. Ganz umdrehen. 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 Und über die Schulter. Und drüber gucken. Gut. Und auf der anderen Seite. Ja, ja, nicht. Ich bin da gar nicht vorgedehnt. Das macht nichts. Okay. Here's the King, also. Und ausziehen. Ausziehen. Never told you lies. Oh Gott. Ja. Das Männer von Sterne ist klar. Ja, genau. Das ist nicht genau. So, jetzt.
Kraft. Ja, die Kraft. Und jetzt das Lippen ist das Schwerste. Hier hin. Vor. So rein. In den Mund rein. So, und jetzt umdrehen. Weil der schönste Mann ist der Po. Beine zusammen. Beine zusammen. Und jetzt mit gestreckten Beinen runter. Gestreckten Beinen runter. Runter. Immer schön Po anspannen. Über die Fersen drüber. Über die Fersen drüber. Aussteigen, aussteigen. So, jetzt stellst du dich so oben drüber. Stell dich so über drüber. Heb den Slip auf. So, genau. Und jetzt hoch und ins Publikum. Und das beste Teil verdecken mit der Hand. Und zurück. So, und dann gibt es eins und kommen dann runter. Und die Michael Jackson drin. Danke. Kann ich bitte mein Hemd wieder haben? Dankeschön. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ja? Dann wissen Sie ja jetzt, was Sie den Rest der Nacht machen. Tschüss und viel Spaß dabei.